Spätestens seit der jüngsten Finanz- und Bankenkrise sind natürlich viele Anleger, viele Investoren, viele Privatpersonen massiv verunsichert. Wie jetzt umgehen mit seinem Geld? Vor allen Dingen natürlich auch noch, wo wir eine hohe Inflation haben und die Zinsen immer weiter nach oben gehen. Ja, man möchte natürlich profitabel arbeiten, man möchte Rendite haben. Aber ob long oder short, das sind natürlich momentan die ganz, ganz großen Fragen. Und vor allen Dingen, welche Strategie packe ich da tatsächlich aktuell zum momentanen Zeitpunkt aus, um dann wirklich auch erfolgreich zu sein? Vor allem, wenn es um das große Thema Trading geht. Dazu heute bei Wirtschaft TV zu Gast, hier im Frankfurter Börsensaal, Alexander Maschke, Trading-Experte. Ja, Herr Maschke, ich habe es gerade angesprochen, Inflation, Zinspolitik, dazu Kursschwankungen, Verunsicherung innerhalb des Marktes. Wie kann man trotzdem aktuell an der Börse profitabel sein? Wie machen Sie das als Trading-Experte? Ja, also erst einmal haben wir ja beim Trade mit CFDs zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir eben auch Short gehen können. Das können die Buy-and-Hold-Anleger, die wissen es ja meistens nicht. Die sind dann ganz überrascht. Hoppla, man kann ja auch Gewinne machen, wenn es mal nach unten geht. Sie brauchen in der momentanen Marktsituation, die ja schon sehr schwer ist, da trennt sich die Spreu vom Weizen momentan. Da müssen sie natürlich ein bisschen mehr dahinter sein, weil sie ja ständig unterschiedliche Meldungen haben. Die einen sind mal gut, dann haben sie wieder eine schlechte, dann haben sie wieder eine gute. Da müssen sie jetzt schon ein bisschen differenzierter gerade reagieren. Ja, also da müssen sie schon mit kleineren Positionen, also das ist dann die richtige Strategie, zum Beispiel Scalping oder sehr kurzfristiges Daytrading, gleich Stop-Loss nachziehen, solche Geschichten. Also jetzt eine längere und größere Position aufzubauen, macht unter diesen schwierigen Marktsituationen überhaupt gar keinen Sinn. Das wird sich wohl kaum jemand trauen. Ja, und letztlich ist es diese richtige Strategie in dem richtigen Marktumfeld letztlich umzusetzen. Aktives Traden ist ja so ein bisschen die Gegenrichtung von dem, was viele andere Anleger machen, nämlich Buy and Hold, Dividendentitel kaufen, ins Portfolio packen und liegen lassen. Aber ja, viele gehen dann auch davon aus, sie können den Chart oder die Charttechnik richtig lesen. Was allerdings hochkompliziert und sehr diffizil ist, Herr Maschke. Ja, das ist richtig. Da gibt es natürlich sehr viel Glaubenssätze, möchte ich mal sagen. Ne? Beziehungsweise auch von ganz früher noch von der Dow-Theory. Da gibt es natürlich einiges, was immer noch Bestand hat, aber auch ganz vieles, was eher nur so Kosmetik ist. Ja, also das ist dann hier die Kunst, hier wirklich die Dinge zu verstehen, die letztlich relevant sind, ja, dass wir, was ist überhaupt ein Chart, wozu brauchen wir das ganze Ding, ne, zum Beispiel um einen Kontext zu schaffen, damit wir wissen, kaufen wir den Dollar gerade für 50 Cent oder für 90 Cent, ne, und das sehen wir am Chart, daran können wir dann uns gut orientieren, wo sind wir gerade im Markt, sind wir eher teuer, sind wir eher billig, wie schaut es aus mit der Entwicklung, mit der Wahrscheinlichkeit, wohin es jetzt denn als nächstes laufen wird, und sowas kann man da schon sehr, sehr gut herauslesen mit der richtigen Strategie. Und da haben wir ja vielfach noch diese Indikationen der sogenannten 200-Tage-Linie oder die 50-Tage-Linie. Wie gehen Sie mit solchen Themen um Charttechnik und diesen Verläufen? Ja, sehr gute Frage, weil das ist auch in meinem Trading-Kurs immer wieder und oft gefragt. Zum Beispiel, wie Sie schon sagen, die 200-Tage-Linie oder Fibonacci. Also da gibt es ganz, ganz wenige wirkliche Sachen, auf die man Beachtung geben sollte. Zum Beispiel die 200-Tage-Linie ist eine davon. Oder die Fibonacci nur im ganz großen Maßstab, ne? Also hier im Jahreschart, solche Sachen. Aber im kleineren Chart, funktioniert sowas dann eher weniger. Und es funktioniert auch nur deswegen im großen Maßstab, weil es eben ganz viele Leute dann auch beachten, ne? Ob der jetzt an die 200-Tage-Linie kommt oder nicht. Aber im kleineren Maßstab funktioniert sowas dann eigentlich fast nie. Und wie gehen Sie letztlich dann, sage ich mal, mit so schwarzen Schwan-Nachrichten um? Ich meine, der Krieg in der Ukraine kam ja wirklich total überraschend. Auch das Thema jetzt Finanzkrise, Niedergang der amerikanischen Banken, Aufkauf der Credit Suisse. Ja. Wie machen Sie das da dann? Das ist hier die Kunst, nicht zu viel hinein zu interpretieren, weil es geht. Beim Mindset ist die wichtigste Sache, dass wir nicht wissen wollen, was wir glauben. Wir wollen ja nicht den Markt nach uns, ne, dass wir glauben, das kommt so und so und dann gehen wir da drauf, sondern wir wollen ja verstehen, wie sehen das die anderen.
Ich möchte ja wissen, wie reagieren darauf jetzt die anderen, und das trade ich. Ich trade, was ich sehe, ja, und versuche herauszubekommen, wie jetzt die Masse auf diese oder jene Meldung reagiert. Ja, und das ist dann ganz oft das Problem bei auch richtig großen Experten, wie zum Beispiel Michael Burry, ein Genie, keine Frage, aber im Timing oft viel zu früh. Ne, hat recht mit seiner Annahme, aber viel zu früh verliert er noch eben viel Geld, wenn es dann noch eine ganze Zeit in die andere Richtung geht, wie es eben auch beim Finanzcrash war. Da war ja die Börsenkrise, als das schon sicher war, diese Finanzkrise, ne, als sich die Banken kein Geld untereinander mehr geliehen haben, da ging es immer noch einen Monat lang nach oben, bis es dann endlich eingebrochen ist. Ne, also da, das ist das Timing genau, dann zu sehen, die Masse, die Stimmung der Masse, die muss ich abpassen, wann kippt die mit den Ereignissen. Auch der neue Markt, das wissen Sie ganz genau, da war es ja genauso. Da wussten viele Experten auch schon, es muss kippen, ist noch lange nach oben gegangen, da will man natürlich noch dabei sein. Und das ist dann die Kunst eben, diesen Kippung dann letztlich mitzunehmen. Ne? Also den richtigen Zeitpunkt dann richtig auch zu erwischen. Ja, nun sagen ja viele Anleger, naja, das Traden, das ist mir zu gefährlich. Ich setze mal lieber auf meine Dividendenaktien, auf meine ETFs. Ist es denn wirklich so, dass vielleicht der normale Privatinvestor lieber bei Schuster bleibt, bei deinen Leisten bleiben sollte und ich im Trading natürlich ganz andere Voraussetzungen habe und brauche? Also das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage, weil also es hat eine gewisse Komplexität, diese Frage, aber ich versuche es mal ganz kurz zu beantworten. Also ich habe auch Kunden und die haben sehr, sehr viel Geld nur mit Aktien verloren, muss man auch dazu sagen. Also das sind Summen, die kann man sich gar nicht vorstellen manchmal. Das sind nur Aktienkäufer gewesen und dann sind sie zu mir gekommen und dann konnte man das ändern. Aber das kommt natürlich ganz auf die Phase drauf an. Ja, Sie müssen halt solche Phasen, wenn Sie das so machen wollen, dann müssen Sie die auf jeden Preis, um jeden Preis müssen Sie die versuchen auszusparen. Und dann natürlich unten irgendwo, das ist dann die Kunst letztlich wieder, versuchen dann durchaus, kann man ja wieder einsteigen irgendwann, aber diese ganze Halbierung, sage ich mal, die wollen Sie natürlich auch mit so einem Konzept nicht mitmachen. Und dafür brauchen Sie aber dann wieder das ein oder andere Wissen. Zum Beispiel, was die FED sagt, ne, dass man nur mal darauf hört, dass man einfach mal schaut, wie ist jetzt die Reaktion von der FED, gibt die Liquidität in den Markt, entzieht die Liquidität, senkt die Zinsen oder hebt die Zinsen an, solche Geschichten. Ne? Wenn ich jetzt Alexander Maschke fragen würde, es müssen es nicht unbedingt die 10 goldenen Regeln des Tradings sein, aber zumindest mal ein Regelwerk, was Sie sich selber auch auferlegt haben, um eine gute Strategie, um natürlich letztlich dann auch erfolgreich zu sein zu haben. Ja, wieder eine gute Frage. Ja, also Sie brauchen ein systemisches Vorgehen. Das ist das A und das O. Wenn die Leute zu uns kommen in den Trading-Kurs, dann sind die meisten, die agieren mehr nach dem Bauchgefühl. Ne? Also die sehen, hey, das steigt, ja komm, ich gehe jetzt long. Ach nee, jetzt fällt es, na komm, dann gehe ich short. Sowas funktioniert nie. Oder Sie nehmen sich irgendeinen Indikator, RSI, keine Ahnung, und dann funktioniert auch never ever. Ja? Und Sie brauchen ein systemisches Vorgehen, wie Sie gehen, auf welche Art und Weise Sie die Informationen auslesen, welche Informationen sind überhaupt relevant, ja, und welcher ganze Wust von Informationen kann man hinten runterschmeißen. Ne? Zum Beispiel die FED habe ich schon angesprochen, sehr, sehr wichtiger Punkt von Informationen. Dann brauchen Sie ein Vorgehen, Risikomanagement, das Sie knallhart durchziehen, ne, da wo Sie wirklich immer genau dabei bleiben. Zum Beispiel immer nur 1 oder 2% investieren. Und wenn Sie eine gewisse Sicherheit haben, eine gewisse Stärke, dass es übereinstimmt, die Charttechnik mit der Fundamentalanalyse zum Beispiel, dass Sie dann sagen, ich gehe jetzt mit 4% rein, nur als Beispiel. Aber das ist immer aufrechterhalten, die Ihre Verluste immer begrenzen, von vornherein das gewissermaßen berechnen, wie ist mein Verlust, wie ist mein Gewinn, dass er mindestens 1:2, mache ich das, also mindestens 1:2 ist, eher noch 1:10. Und dann funktioniert es normalerweise auch in so einer schweren Zeit. Zum Abschluss gefragt, Herr Maschke, wie viele sehen Sie denn, die zu Ihnen kommen und Sie jetzt um Rat, um Hilfe fragen, die eher weniger ein durchdachtes Trading jeden Tag durchführen, als letztlich eine wilde Zockerei, um es mal runterzubrechen?
was ich denen rate, ja, also das sind ganz oft sehr impulsive Menschen, ne? Die kommen rein und das allererste, was sie sagen, ja, wo melde ich hier das Konto an? Ne? Sag ich mal ganz ruhig, ne? Das ist das Letzte, was wir machen und dann auch nur Demokonto, wie nur Demokonto. Ja, du lernst jetzt erst einmal das und das und das war so viel, ja, aber das brauchst du. Du musst dieses systemische Vorgehen lernen, anders wird es nicht funktionieren. Mach das jetzt, lern das jetzt richtig, 4 Monate, 5 Monate, gib Gas. Und das hat bisher noch jeder gelernt. Also von den Kunden, die so lange dabei sind und die dann auch in die Live-Calls kommen, also die aktiv sind, die sich auch wirklich dafür interessieren, die mitmachen, die haben das bisher alle noch gelernt. Ja? Heißt aber dann auch, dass die im Anschluss die Disziplin erlernt haben und sie weiter fortführen? Absolut, das ist das A und O. Sie haben es gehört, meine Damen und Herren, Alexander Maschke heute, unser Trading-Experte, zu Gast bei Wirtschaft TV hier aus der Frankfurter Wertpapierbörse. Ja, durchdachtes Trading anstatt wildem Zocken, auch das will sehr genau erlernt werden.